Hallo Landwirte, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, es ist Donnerstag, Zeit für einen LS-Stream und wie ihr seht, ist die liebe Biene und der liebe Biber mit am Start. Hallöchen, ihr zwei. Hallöchen. Hallo. Und wir haben jetzt heute nochmal einen kurzen Gast, zu dem ich mich jetzt mal rüberdrehe. Hallöchen, Hanke. Hallo, ihr drei. Hallo, einer. Du wolltest uns was mitteilen. Ich wollte euch was mitteilen, ja. Und zwar, ich habe sehr lange mit mir gehadert. Ich kann es nicht mehr. Ich werde aus diesem Projekt ab sofortiger Wirkung aussteigen. So schwer es mir fällt. Es war eine schöne Zeit mit euch. Es tat gut. Es waren schöne Zeiten, es waren schwierige Zeiten dabei. Aber ich kann es nicht mehr und deswegen bleibt mir nur eins zu tun, und zwar das hier. Danke, ich kann es Und verstehen. Es war eine schöne Zeit mit dir. Du wirst weiterhin bei jedem neuen Projekt, was ich anfange, eine Einladung bekommen. Wir bleiben ja auch in Drensavat noch zusammen, oder? Ja. Sehr schön. Und deswegen, wenn du jetzt hier aussteigst, kann ich das absolut nachvollziehen. Es war eine schöne Zeit mit dir. Ja, ich fand es auch sehr schön. Ich möchte mich bei euch drei nochmal bedanken. Und ja, dann bleibt nur noch abzuwarten, wie es weitergeht. Wir werden uns bestimmt irgendwo in irgendeinem Projekt wiedersehen. Aber sowas von. Und Biber, wir bleiben auch in Kontakt. Wir schreiben mal wegen ETS. Ja, wir drehen mal eine Runde auf jeden Fall. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen, bei den Zuschauern, dass ihr da mit bei wart bei diesem Projekt. Ich hoffe, dass es für euch erfolgreich weitergeht hier. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für mich. Ich Alles wünsche klar, euch alles Hanke. Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und du bist ja auch gerne im Chat willkommen, wie du weißt. Deswegen erhol dich noch weiter und ich hoffe, wir sehen uns bald auf der Drensavat-Karte wieder. Das wird bestimmt passieren. Da müssen wir sowieso noch mal mit Biene denn schnacken. Ja, dann mach mal in Ruhe. Genau. Alles Von klar. Mr. Too Late ein dreimal Hurra auf Hanke. Ja, und Deichsel schreibt alles Gute, Hanke. Ja. Danke euch beiden. Ja. Fühl dich gedanklich gerade gedrückt einfach mal und mach dir jetzt noch einen schönen Abend bei uns in den Streams. Das werde ich Genau. machen. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr drei. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr zwei. Ich habe schon gesehen, es gibt jede Menge zu tun. Aber bevor wir jetzt anfangen, ich kann unseren Projektleiter nicht erreichen. Die Nachricht zu ihm geht nicht durch. Wenn ich bis nächste Woche Donnerstag morgen nichts von ihm gehört habe, muss ich auch noch überlegen, wie es bei mir hier weitergeht. Weil, egal was Sache ist, wir können ihn aktuell nicht erreichen. Und auf so ein Projekt, bin ich ehrlich, habe ich dann auch nicht ganz so viel Lust. Biber, mit dir ist ja das Schöne, wir haben ja jetzt das Rennspiel, wo wir auf alle Fälle noch drüber in Kontakt bleiben werden. Und mit Biene bin ich ja auf Drensavat und auch mittlerweile ja privat verknüpft, also werden wir auf alle Fälle auch dort in Kontakt bleiben. Und im Rennspiel, ne? Das so oder so, Oder so? ich dachte jetzt halt noch zusätzlich zum Rennspiel, aber okay, vielleicht habe ich Ach mich da so, falsch ja. ausgedrückt. Kein Problem, ja. Und ja, ne, also werden wir gucken, was wir machen. Und wie es dann weitergeht.
Also, falls dieses Projekt hier zu Ende geht, kann sich ja Bibernata und Dirk überlegen, auf Trenzer warten zu machen. Das würde natürlich auch gehen. Das ist Hanke und dein Projekt. Das müsst ihr beide entscheiden. Da bin ich nur Gast. Ne? Und deswegen sage ich euch, wie es ist. Ich habe kein Problem mit den beiden, definitiv nicht. Ne, selbst wenn man dann noch einen dritten Hof für die beiden fleißigen Bienchen aufmachen würden. Mhm. Das ist von Hanke und von dir die Entscheidung, wie ihr das handhaben wollt. Da bin, wie gesagt, ich nur Gast. Hanke schreibt gerade, die beiden sind herzlich willkommen. Ja, davon bin ich ausgegangen. Ja. So. Aber dann lasst uns heute hier mal loslegen, weil, wenn ich mal so ins Palettenlager gucke, ne, Erdbeeren über 40.000, Tomaten 30.000, Salat 30.000, Schokolade fast 40.000 Liter, dann Zucker haben wir insgesamt, ich glaube, knapp 130.000 Liter. Ich habe vorhin in der Fabrik nachgeguckt, weil 100.000 Liter ist ja das Maximum, was in das Lager reingeht. Bei Honig sind wir bei 20.000 Liter. Gut, der kann noch drin bleiben. Aber Brot sind wir über 40.000 Liter. Das würde ich jetzt alles mal verkaufen. Ich werde dafür auch meinen LKW nehmen. Und euch beide Tiere versorgen, Felder weitermachen, wie ihr Lust habt. Ich werde heute da mich nicht groß einmischen. Ich werde die Sachen verkaufen und dann mal gucken, wie lange wir heute machen. Okay. Wisst ihr zwei Bescheid? Gut, gut. So. Ihr könnt ja gerne zwischendurch mal mitteilen, was ihr so macht. Ich werde wohl die Kartoffeln nochmal weitermachen. Alles klar. Hast du Anhänger auf dem Feld stehen? Weil ich stehe hier mit drei Anhängern an meinem LKW. Soll ich die Anhänger stehen lassen oder... Bei mir stehen da zwei rote und der schwarze. Also ich habe, wo ich letztens Kartoffeln gehabt habe, ich glaube, die Anhänger da stehen lassen, wenn sie noch da sind. Leute, ich werde gleich mal ganz kurz euch das Bild rauben. Ja, da stehen noch zwei rote und ein schwarzer. Wenn das dir reicht, dann nehme ich die drei grünen hier mit und stell die dann gleich auf dem Hof ab. Ja, ich nehme die drei und dann mache ich das einfach eben wieder weiter. So, meine Lieben, ich klaue euch mal ganz kurz das Bild, weil, wie ihr seht, ich sitze da unten in der Ecke und man sieht die Geschwindigkeit nicht. Deswegen werde ich jetzt einmal schnell die Kameraeinstellung nach oben links, glaube ich, passt das ganz gut, ändern. Zack. Und dann sind wir auch schon wieder mit Bild da. Achso, die drei wolltest du jetzt haben. Biber. Ja. Okay. Dann... Achso, nee, ich kann auch die anderen da oben nehmen, ist egal. Okay. Dann nehme ich die mit, bringe die noch in die Kooperative rüber. Und ja. Warum stehen die denn so weit nach oben? Achso, das ist ja auch der. Ja. Wow. Das mit Hanke ging mir gerade doch ein bisschen nah. Muss ich ja ehrlich sagen. Ohne Vorwarnung, ohne alles. Da hatte ich gerade echt ein Kloß im Hals. Und ja. Deichsel schreibt gerade, verkauft alles und dann tschüss. Nein, so arschig sind wir nicht. Noch nicht. Nein, werde ich auch nicht. Ich werde hier nicht alles verkaufen. Okay. Wenn ich was verkaufe, dann werde ich das so machen, wie Hanke gerade, meinen Traktor, und dann war's das. Den LKW werde ich lassen, auch wenn da mein Kennzeichen drauf ist.
Aber wenn es danach geht, müsste ich fast alle Fahrzeuge verkaufen, weil überall mein Kennzeichen drauf ist. Stimmt. Deswegen, also wenn, dann werde ich nur meinen Traktor verkaufen. Und den Rest werde ich für denjenigen lassen, der dann auf dieser Map aktiv ist. Hopp. Danke, alles gut. Kein Problem. Was schreibt da? Bine, tut mir leid für deinen ersten LS-Stream. Ach. Keine Ahnung. Kein Problem. Hanke, das ist einfach eine Sache, da musste mal drüber gesprochen werden. Und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich eine Ankündigung mache. Dass natürlich diese beiden Ankündigungen so ähnlich sind. Konnte ja keiner von uns ahnen. Ja, als du gerade sagtest, kommt mal bitte zum Shop und ich gesehen habe, wo dein Traktor steht, da habe ich gedacht, ja, das trifft sich doch. Und es ist, wie es ist, Hanke. Ja, wir ändern da nichts dran. Aber ich sage euch eins, liebe Zuschauer, es wird weiterhin auf Twitch einen Donnerstag-LS-Stream geben. Auf jeden Fall. Hm. Ob wir dann jetzt rein auf der Drehen-Savat-Karte streamen oder ob wir dann eventuell eine andere Karte machen, müssen wir mal gucken. Aber wenn halt Willi nicht mehr zu erreichen ist, ja, dann werde ich halt auch Abschied nehmen müssen. Weil es ist so, ich habe keinen Bock hier ein Projekt am Leben zu halten, wo derjenige, der das Projekt ins Leben gerufen hat, nicht mehr da ist. Eben hier, da wollte ich hin, die Schokolade auslagern. Na komm. Na, irgendwann muss doch da, da ist er. So. Ihr wisst, Leute, ich bin zu vielen Schandtaten bereit, aber auch ich habe irgendwo meine, sag mal, Schmerzgrenze. So. Ja, Kenny, und wenn du mal den Namen eurer Holland-Map richtig aussprichst, dann komme ich auch mal zu Besuch. Das wird immer für mich Drehen-Savat bleiben. Also ich habe überlegt, wenn, dann komme ich mal so ab und zu und helfe mal ein bisschen. Also ich glaube, mit eigenem Hof bauen und so, das muss nicht unbedingt. Oh, alles gut. Lieber, ja, alles ab und gut. Zu mal wieder einen Rundgen drehen und... Ja. Weil ich selber LS auch sehr, sehr wenig bis fast gar nicht mache. Sonst. Ja. Ich wollte ja damit... Mit Feld 18, da ist so großes Unkraut drauf. Feld 18. Mhm. Moment. Lass mich gucken. Wo haben wir Feld 18? Feld 18. Da. Was war da zuletzt drauf? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es abgeerntet und jetzt ist Unkraut. Ja. Wahrscheinlich, weil wir das erst nächstes Jahr wieder ansäen können. Oder es wäre womöglich noch Raps gewesen, weiß ich nicht. Da bin ich gerade echt überfragt. Hm?
Jetzt will der hier den letzten Schluck nicht aufladen. Ah, jetzt muss ich da erst so nah dran fahren. Frechheit. So, nein, falscher Knopf. So, öpp, Schokolade verteilen. Oh, dann können wir Erdbeeren schon mal behalten und wir ziehen schon mal los und gehen das hier verkaufen. Am Supermarkt habe ich gesehen und dann gucken wir, wo wir die Erdbeeren verkaufen. Ja, es war viel Arbeit auf dieser Map. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So, aber bevor wir jetzt alle noch die ganze Zeit mit einem Tränchen im Auge rumfahren, ich muss eins sagen, mir hat der gestrige Livestream-Start in die Season 1 mit Rennen 1 sehr gut gefallen. Es war fair, es war eng, am Anfang zumindest. Und ja, ich denke mal, wenn wir da alle noch ein bisschen reinkommen, dann wird es sicherlich noch was enger. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann mit den höheren Klassen fahren, wo die Autos enger beieinander sind. Und Biber? Vor allem wir brauchen mehr Leute, dass ich nicht immer Letzte bin. Ja, also auch Vorletzte werden. Also hier auch nochmal der Aufruf, ne? Wenn wir dort draußen noch Damen haben, die Rennfahrerinnen sind, egal ob gut oder schlecht, ob Teilzeit- oder Vollzeit-Rennfahrer, Rennfahrerinnen, ihr seid allesamt herzlichst eingeladen. Wäre nur schön, wenn ihr uns nicht sechsmal pro Rennen überrundet. War doch jetzt Supermarkt, oder? Achtung, ich stehe quer auf der Straße, ja. So. Es war eine schöne Zeit mit euch, schreibt Bauer Hanke gerade noch. Ich gab euch. Ich hab euch alle in lieb. Ihr seid großartig. Ich schlage Vampi vor. Vampi hat das Spiel nicht. Schade. Ja. Aber ja, wir müssen mal gucken. Biene, du musst auch mal noch ein bisschen Werbung auf deinem Kanal für das Projekt machen. Ich habe dein Trailer geteilt auf meinem Kanal. Ja. Ist er jetzt kaputt? Werbung genug. Na. No. Meine Gamer-Familie schreibt da noch. Jop. So kann man es auch sehen. Mit dem mürrischen Onkel Biber. Was? Was? Mürrisch? Mürrisch, weil, ne, wie erreichen wir ihn? Nur am Streaming-Tag. Da ist mir vor Schreck ja beim Ausladen Kartoffeln vom Hänger gefallen. Ja, du weißt doch, wie es gemeint ist, Biber. Biber. Was denn? Was denn? Sabine. Ja, Vampi ist noch nicht da. Ich hab jetzt auch mit Biene. Ja, nein, aber Vampi mag das ja so extrem, wenn du da deine tiefe Stimme
ist da anfälliger, ja. Ja. Rar. Da ist sie. Hanke trinkt ein Bier auf uns. Ich stoß mit einem energiehaltigen Getränk an. Prösterken Hanke. Prost, Hanke. Ich hoffe, eins mit Alkohol. Just in time reingekommen. Ja. Dann hast du leider den Anfang verpasst, der etwas sehr traurig war, denn der liebe Hanke hat gerade seinen Abschied von diesem Projekt genommen. Mit einer sehr emotionalen Verabschiedung. Kann man, glaube ich, so sagen. Ah, mit Alkohol, super. Mit Alkohol, ja. Und dann? Trink für mich einen Schluck mit. Ja, für mich auch. Aber nur einen Schluck. Ich sag mal, so ist doch, ich sag mal, ganz gut. Besser als wenn man so im Streit auseinander geht und sich nur noch fetzt oder Gott weiß, was an den Kopf schmeißt. Auf alle Fälle. Ja. Die Erdbeeren gehen nach Kooperativ. Hallo, hübsche Wempi. Freut mich, dass du da bist. Ja, aber kannst du ja auf YouTube jederzeit nachschauen. Diese Palette hier gerade macht. In der nächsten Saison, glaube ich, mit einem Traktor starten, mit dem kann ich besser fahren. Das wäre doch geil. Hätte auf alle Fälle was, aber ich glaube, Biene, dann wärst du dezent zu langsam und würdest mehr als nur einmal überrundet werden. Okay. Aber wenn alle mit dem Traktor kommen? Dann müssen wir aber alle zusammen singen. Resi, ich hol die mit dem Traktor ab. Genau. Wir könnten ja auch auf Niemandsland noch mal ein Projekt starten. Wir bauen uns da eine Rennbahn und dann machen wir da. Super Idee. Du, da brauchen wir gar nicht auf Niemandsland zu gehen. Es gibt tatsächlich hier Rennstrecken als Maps. Nein, wir machen was Eigenes. Eigene Strecke. Ist klar. Dann oder noch mit irgendwelchen Herausforderungen. Nicht nur einfach mit dem Trecker fahren, sondern weiß ich was. Oder auf der Trenservat gibt es so einen Hürdenlauf, wo wir mal gefahren sind, ne? Ja, wo wir ja gesagt haben, irgendwann wollen wir da mal ein Rennen drauf fahren. Genau, das wäre doch, der wäre auch gut. Ja. Das wäre bestimmt lustig.
Aber mit einem Gabelstapler. Mit einem Gabelstapler kriegst du keine Runde zusammen auf dem Ding. Da wäre Schubsen erlaubt. Hallöchen, Dirk. Hallo, Dirk. Dirk, du hast gerade sehr viel Emotionales verpasst. Vielleicht kann dich ja Bauer Hanke ins Licht rücken, auch was ich gesagt habe, bevor ich hier wieder alles wiederholen muss. So. Jetzt ist gleich die erste Ladung voll. Muss ich für Erdbeeren tatsächlich zweimal fahren, aber das war ja klar, waren ja über 40.000 Liter. Aber ist ja nicht weit, deswegen geht das ja schön schnell. Auf den Stream geguckt, auf den Chat. Klingt nicht gut. Naja. Kann man sehen, wie man will. Ja. Ja, genau, Vampi. Ich bin voll und jetzt gleich bin ich schon wieder leer. Nein. Nein. Nicht LKW müde, LKW schlafen. Der LKW hat versucht, eine Rolle zu machen. Hat nicht geklappt. Genau. So. Ach ja. Dirk auf Feld 20 ist, glaube ich, Biber noch unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Oder Biber? Auf jeden Fall Kartoffeln. Ja. Aber hier ist trotzdem irgendjemand gewesen. Oh.
eine Runde hochkonzentriert hier mal eben versuchen, die Palette wieder vernünftig hinzustellen. Miau. Was? Wieso miau? Diese Kätzchen. Ach so. Mhm. Übrigens, was ich vorhin gemacht habe, war ein vorbeifahrendes Auto, kein Kätzchen, ne? Ja, das kann man, glaube ich, alles verstanden. Ach, das Kätzchen, okay. Wie kommst du drauf, Biber? Fragt Dirk. Was? Weil hier irgendwie mehr abgearbeitet ist, als ich so in Erinnerung habe. Irgendwie so stellenweise. So, dann. Unkraut einfach unterpflügen oder soll ich Herbizid nehmen? Na, kannst du unterpflügen. Okay. Bauernmarkt, ne, auch Kooperative. Kriegen wir für die Tomaten 1 Euro mehr pro 1000 Liter. So. Verteilen und dann können wir schon mal die Tomaten auslagern lassen. Aber ich glaube, ich hätte für Trennen doch den Käfer nehmen sollen. Ja, wäre lustig geworden. Funktioniert das denn damit im Anpassen? Wenn auf einmal alle so langsam, oder? Nein, der kriegt einfach Nitro-Einspritzung. Aha. Ich kann das dieses Projekt nicht mehr. Dafür sind zu viele Ungereimtheiten mit Willi und deswegen habe ich mich entschieden. Genau. Nein, Dirk, an dir lag's definitiv nicht. Ach so, du meintest jetzt Biber. Was? Diese Entscheidung kann ich absolut verstehen. Ja, ich habe mich erholt, Vampi. Und, Hanke, jetzt schreib ihm bitte auch noch, was meine Antwort war. Bringen wir hier mal wieder über Stock und über Stein. Und das, obwohl wir kein Pferd sind, sondern nur jede Menge Pferdestärken haben. Das war ich. Den hab ich. Das soll ich machen. Dirk, ich bin aktuell auch am Überlegen, wie es weitergehen soll mit diesem Projekt. Denn Willi ist aktuell für keinen erreichbar. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ja, ich überlege, ob es überhaupt noch Sinn macht, dieses Projekt weiter zu betreiben. Jetzt, als ich vorziehe, um neu ranzusetzen, kommen wieder neue Paletten. Das ist gemein. So, schubst mal die mal ein Stück zusammen. Kann ich daneben auch noch eine neue Palette organisieren lassen. Mm.
Okay, die daneben nimmt er gerade nicht. Nochmal für einen Groschen. So. Ups. Will die aber immer noch nicht. Frechheit. So, nochmal. So, jetzt sollte er sie aber nehmen. Wenn er die jetzt nicht nimmt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ah ja, da hat er sie genommen. Oh, 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 hübsches Ding. Ich verkaufe meinen Ehering, obwohl ich keinen habe. So, so, Biene. Ja. Hallöchen, Dirk, schön, dass du reinschaust. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Hey. Das kam jetzt etwas überraschend. Ja. Was meinst du? Na, das mit Hanke. Ja. Aber Hanke, ich nehme gerne dein Angebot an. Ich weiß, dass er ja zuhört. Ja, er hört zu. Oh Mann. Ja, ja, und ich spiele halt auch mit dem Gedanken, weil was bringt ein Projekt, wenn der das Projekt ins Leben gerufen hat, irgendwie für keinen mehr zu erreichen ist? Ja, es ist logisch. Also ich kann es nachvollziehen. Also daher. Aber ich habe vorhin auch schon gesagt, es wird weiterhin einen Donnerstag LS-Stream geben. Okay. Auf welcher Karte, was man dann macht, müssen wir alles gucken. Ich habe Willi jetzt noch bis nächste Woche Donnerstag so gesehen Zeit gegeben, sich zu melden. Ja. Also Donnerstag Vormittag. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mir für den Abend was einfallen lassen. Okay. Ja. Hanke, schickst du dann, Biene hat jetzt einen Ohrwurm. Ja, Vampi Biene hat einen Ohrwurm. Hanke, schickst du dann den beiden die Einladung mit Servername und Passwort? Dirk, ich dachte, du bist im Urlaub. Nee, wir haben bloß die Vorbereitung für den Urlaub. War so gar nicht geplant, aber mich hat es letztens gedacht, nee, es geht nicht, ich kann euch ja nicht einfach sitzen lassen. Und dann habe ich, ich hatte meine ganzen Pfandbüchsen weggebracht. Also Red Bull und sowas alles. Und habe dann 73 Euro zusammengekriegt. Und da habe ich gesagt, na, dann holst du dir ein PlayStation Plus für ein Jahr. Mhm. Und dann kannst du doch noch was machen. Und dann hatte ich gestern. Hallo Biene. Hallo. Gestern spontan die Idee gehabt, ach komm, mach was, ziehst du durch. Ja, und dann kam Biene noch durch einen dummen Zufall rein. Ja, war nie so geplant. Deswegen ist Feld 13 fertig. Komplett. Ja, cool. Ja. Es war so nicht der Sinn, aber ist egal. Ja. Nein, wir fahren erst nächste Woche Freitag, aber wie gesagt, da wir so viel zu tun haben, man sich zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit dafür nehmen. Mhm. Sehe ich halt so. Ja. Ja, kam gerade auch schon so die Anregung, ja, dann verkauft doch alles und macht Schluss mit dem Projekt. Ich hab's gelesen. Ja. Kann ich nachvollziehen, das Kommentar. Aber so bin ich nun mal nicht. Und da werde ich sauber rausgehen. Wie gesagt, ich werde dann nur meinen LKW verkaufen. Beziehungsweise meinen Traktor und den LKW lasse ich stehen. Und dann war es das. So. Was ist mit dem Kartoffelernter hier oben auf der 20, der voll ist?
Kartoffelernte? Ja, hier oben fällt 20 quasi. Ja, ja, ich muss gerade. Biber, hast du irgendwo was stehen? In LKW oder so? Ich habe da den Trecker, aber der ist der Anhänger ist fast voll. Ich denke, da kriege ich nur noch gleich ein bisschen rein, wenn ich jetzt wieder hochfahre. Ja, da musst du rein. Wenn ich den geleert habe, dann fühle ich dann auch einen rein. Ich wusste nicht, dass da noch einer voll oben steht. Das wusste ich auch nicht, weil mein Stand war gestern, der ist da unten am LKW stand. Ja, ich bin mit dem LKW gerade weggefahren, habe die Ladung weggebracht und bin jetzt halt am Verkaufen. Ja, weil der hier so sinnlos rumstand. Also wow. Achtung, Biene! Wow! Da kommt ein LKW geflogen. Legt sich nieder. Stehen noch unten Anhänger? ja, am Lager stehen noch Anhänger. Da habe ich die gerade abgestellt. Wo die anderen sind, keine Ahnung. Ich hüpf mal. So. Achtung, liebe Zuschauer, es fliegen LKWs herum. Die fliegenden LKWs. Ja, das, was gestern nicht zu sehen gab, gibt es heute zu fliegen. Gibt es heute als tieffliegende LKWs, ja. Ja, ich bin nicht auf dem Dach gelandet. Ich hab's versucht. Ja. Also, Hanke, als ob Biene keine Lust hat, dass was von dir und Biene kommt. Das klingt so schön falsch. Bitte, um was geht's? Wempi fragte gerade, ob Hanke trotzdem noch weiter Sachen macht. Und da hat Hanke geschrieben, Wempi, es kommt immer wieder was von mir, solange Biene noch Lust hat. Das kann man falsch verstehen. Aber ja, es kommt was, sicher. Ja, also... Ich habe auch heute schon mit Hanke geredet und so und... Da mir das Streamen eigentlich Spaß macht, werden wir auch mehr streamen machen. Ja, cool. Ja. Ja, ne, du weißt, morgen steht 7 Days to Die an. Ja, morgen ist ein Arbeitstag für mich, du weißt. Ja, du weißt, du kannst noch dazukommen. Ja. Ne? Kenny, Hanke hat dir noch was gefragt. Hanke hat mich noch was gefragt, was denn? Ich hab's dann wahrscheinlich gerade übersehen. Wem er alles was schicken soll. Leute, sehe ich das gerade richtig, dass mein LKW Salat lädt? Salat auf dem Feld. 500 Liter Salat auf die Entfernung geladen. Läuft. Also, dem Dirk und dem Biber, damit die wissen, wie sie auf den Server kommen, den Servernamen und das Passwort schicken. Für welche Karte? Für die dreien Servat. Ach du Scheiße. Was lachst du da, Biene? Du kennst die Karte? Ich verfolge euch, ja. Er verfolgt uns. Dann weiß er, was er für ihn zukommt. Was ja, Kleines. Hübsche Frau, komm auf die dunkle Seite. Wir haben Sprühsahne. Ich mag nur Schlagsahne. Aber immer nur frisch geschlagen, ne? Ja, genau. Hm. Frisch und... Frisch. Frisch und frisch, ja. Frisch und frisch. Ich dachte gerade, als ich das vorgelesen habe, jetzt kommt, komm auf die dunkle Seite, wir haben Kekse. Oh, ich komme nur wegen den Keksen. Dann halt frisch geschlagene Sahne. Aber mit Kekse. Deichsel, du nicht so, dir gefällt das doch, du Teufel, du. Kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Du nicht so, dir gefällt's doch. Ja.
Nee. Mit Keksen oder Erdbeeren? Erdbeeren noch besser. Also Biene, komm auf die dunkle Seite der Macht. Die haben Erdbeeren mit Schlagsahne. Das klingt so falsch, Leute. Nom nom nom. Stimmt, Erdbeeren isst man mit Quark und nicht mit Schlagsahne. Ach, kann man mit beidem essen. So, den Salat, den verkaufen wir am Supermarkt. Da kriegen wir am meisten. So, was können wir in der Zwischenzeit dann schon mal auslagern? Ach komm, schmeiß mal jetzt den Zucker raus. So. Weil da ist ja noch was in der Produktion drin. Eine Runde ab zum Supermarkt. Wow, da war ein Schlagloch. Nee, aber ich habe mit dem Gedanken, hier aus dem Projekt auszusteigen, schon länger gespielt. Einfach weil, ja, es wurde immer weniger, was der Projektleiter aktiv war. Und dann fragt man sich, ey, wofür mache ich das hier überhaupt? Dann kann ich auch ein eigenes Projekt starten. Also, wie ist das denn mit dem Server? Wird er nicht sowieso irgendwann mal weg? Ich weiß es nicht. Also, der läuft ja als Dauerauftrag, gehe ich mal von aus. Ach so. Und, ja. Ja. Kommt auf die Unterlage an, Biber. Biber, was hast du gesagt? Was? Der Vampi schreit, kommt auf die Unterlage an. Was habe ich denn gesagt? Ja, weiß ich ja nicht, deswegen frage ich dich ja. Oh Gott. Na, so förmlich muss man hier nicht reden. Kenny reicht. Und wenn du mit Vampi redest, dann bitte Teufel. Ne? Oh Teufel, nicht oh Gott. Da fühlt sie sich nicht angesprochen. Sag mal, Kenny. Jo. Wie habt ihr euch das dann vorgestellt auf der Drisewatt? Noch ihr müsst ja einen Plan haben. Ah, okay. Noch planfrei. Jo. Also, ich hatte vorhin schon so spaßhalber gesagt, dann muss Hanke, muss mal gucken, wo wir noch einen dritten Hof aufmachen für euch zwei fleißige Bienen. Oder ob ihr euch dann einen unseren Höfen anschließt, müssen wir dann schauen. Weil im Endeffekt von den Anzahl der Feldern her und von den Aufträgen, die da sind, ja, wären für 6 Höfe genug Arbeit da. Ja, ja. Es wird halt eine totale Umstellung werden, ne? Wieso? Na, weil das hier alles so groß ist und da ist alles so klein. Also die Felder sind ja doch relativ kleiner, ne? Ja. Und eben mal so mit so einem großen Mähdrescher darum dümpeln sie ja auch nicht. Kannst du machen, aber bringt das was? Weil dann schmeißt du ihn an, drehst einmal eine Runde und dann ist das Feld fertig. Ja, eben. Und dann fährst du wieder eine halbe Stunde über die Map, weil du mit dem großen Mähdrescher außen rumfahren musst, weil du über keine Brücke passt. Richtig. Und ich werde keinen Elektrotraktor nehmen. Nö, ja, ist doch okay. Das heißt, du kommst schon mal nicht mit zu mir auf dem Hof. Haha. Nö. Definitiv nicht. Ist ja auch okay. Hm. Also Dirk, ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich ab und an mal mit reinschauen und wo Hilfe gebraucht wird, ein bisschen mithelfen. Yes, ja. Ja. Also so groß mit eigenem Hof, weiß ich nicht. Also erstmal so mithelfen. Damit man noch ein bisschen miteinander zockt.
dann kriegt der Biber einen eigenen Hof, der daraus besteht, dass er irgendwo ein Häuschen hat, wo sein Traktor steht und fertig. Ja. Und immer wenn er uns dann unterstützt, kann er sich halt ein paar Kröten dazu verdienen, aber sonst hat er keine Verpflichtungen. Ja. Ah, ich hab die Idee. Ich würde einfach ein paar Bäume fällen. Zum Beispiel. Sehr gut. Gut. Da gibt es auch einen großen Bereich mit Bäumen drauf. Und wenn du das Projekt verfolgt hättest, hättest du gesehen, dass ich da schon aktuell etwas mit Bäumen mache. Kannst du dann natürlich auch machen. Vampy, was ist denn jetzt schon wieder? Was habe ich jetzt schon wieder übersehen? Ich kann doch nicht da fahren und gleichzeitig da lesen. Das klappt nicht. Ich gucke ja schon zwischendurch. Schreib rein, was ich überlesen habe. Kenny lügt, ich bin ganz lieb. Ja, wir wissen es. Ja, ja, du bist so lieb, dass der Teufel vor dir sich verbeugt. Und ich dachte, der Teufel hat eine tiefe Stimme. Ja, ja, aber der verbeugt sich vor ihr. Ich habe ja nicht gesagt, dass der Teufel mi macht. So, Zucker. Wo kann ich den Zucker für den besten Preis verkaufen? Ich verbeuge mich. So in etwa, Biene. Ja. 934 ist der beste Preis. Kooperativ. Oh, fahren wir mal wieder zu kooperativ. Oh, wir sind ja schon voll. Nix. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen auf dem nächsten Flug Richtung Kooperative. Bitte schnallen Sie sich an, bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Wir werden gleich abheben. Mal schauen, wie weit wir es schaffen dieses Mal. Und yay! Alles gesehen. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. So, eben noch. So, jetzt lade ich ab. Jetzt gucke ich wieder hin. Danke, Hanke. Wofür? Wenn die Unterlage stimmt, schmeckt die Schlagsahne mit Erdbeeren noch besser. Ah, okay. Dann würde ich sagen, unten eine schöne Schicht Erdbeeren. Schön so passend geschnitten, passend gelegt. Da drauf dann richtig geiles Vanilleeis. Obendrauf nochmal Erdbeeren und darauf die Schlagsahne. Kenny, okay, du hast das nicht verstanden. Und ein Schuss Wodka. Nee. Doch. Nee. Kenny, du hast das nicht verstanden. Die Unterlage besteht aus Haut. War mir schon klar. So, Biber und Dirk, ich habe euch die Daten per PlayStation geschickt. Danke, Hanke. Danke, Hanke. Das hat vorhin Bling gemacht. Und in die Party einladen, ne, Hanke? Ja. Sag mal, Kenny, wann streamt ihr da immer? Wovon? Reservat? Bisher noch gar nicht. Aber wenn wenn Willi sich bis Donnerstag früh nicht bei mir meldet, wird das erstmal der Donnerstag-Stream. Okay. Bis wir was Neues haben. Jo. So, ich fahr mal schnell abladen und dann bring ich meinen kurz ins Bett. Jo. Bleib aber noch da. Klingt auch komisch. Ich fahr mal eben abladen und dann bring ich den kurzen ins Bett.
nachdem wir gerade von Sprühsahne gesprochen haben. Du wieder! Ja, es klingt komisch, aber es ist so. Kenny denkt bei kurzem an Schnaps. Ja, ja, ich weiß. Ja. An Rum, ne? Nee, Eierkilör. Ach so, Kenny, dein Zuckerrohr ist auch fertig zur Ernte, ne? Jo. Die Zuckerrüben auch. Jo. Mhm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Aber irgendjemand hat ja hier 3 Kartoffelernteaufträge angenommen. Ja. Was ist denn hier? Irgendjemand hatte ja auch die Hoffnung, dass noch genug Unterstützung kommt. Da war die aufgeben. Die Hoffnung? Ja, die stirbt zuletzt. Ed Bieber, gruselig, dass du sofort wusstest, wie es gemeint war. Ah! als Dienstältester. Ja. Ja. So, schauen wir mal. Also, kooperativ ist klar. Wir haben immer noch 29.000 Liter Zucker in dem Lager. Das lädt ja gerade noch aus. Gucken wir mal nach, ob noch der Zucker in der Zuckerfabrik ist. Mistzucker. Zucker haben wir noch 27.000 Liter dort auf Lager, was erst zum Stundenwechsel rüberkommt. Okay. Wie viel Uhr haben wir in Game? Kann mir das mal gerade jemand sagen? Ich bin im Menü. 8:42 Uhr. 8:42 Uhr, ja. Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Danke, so. Hanke, super. Was jetzt? Die 2 sind in der Party hinzugefügt. Sehr gut. So, fahren wir mal wieder weg. So. Und der fliegende LKW. Und ich habe sogar noch gebremst. Ich bin auf den Reifen gelandet. Juhu, Applaus. Ich habe es im Stehen geschafft. Bin ich erst rechts und links aufgeschlagen. Wie schlagsam. Da steht hier ein Dirk. Gut, bist gut, dass Biene keine Cam hat. Sonst würde ich sie mit einer Tomate verwechseln. Pfui, du Sau. Wieso Sau? Was habe ich jetzt schon wieder angerichtet? Warum mit einer Tomate? Macht er sich hier so breit? Kriege ich es noch hin, dass ich hier drauf komme? Auf den Trigger zum Verkaufen? Oder muss ich jetzt wirklich den hier machen? Da klappt es nicht. Gut, jetzt drehen wir ein Röhnchen und gucken mal, ob wir auf der anderen Seite drauf kommen.